kurz gleich den Herrn Witzig gerade drüben da und bitten, ob er etwas zu diesem Tag sagen möchte und zu sozialdemokratischen Gedanken zu diesem Abend. Ist das ein Plan für euch? Ich kann schon. Ja, ja. Ich wollte vor allem Danke sagen an alle, die den Tag ermöglicht haben. Danke den Hofpartnern für die großartige Arbeit abseits dieses Tags. Das erste Mal habe ich das kennengelernt, da haben wir beim Matteotti-Hof diese Asphaltfläche zu einer Runde gebaut oder zu so einem Pflanzbeet. Heute ist es ein Hitzeinsel gewesen. Und so sind wir in Kontakt gekommen. Ich glaube, die Arbeit ist ganz großartig. Jeden Tag meistens hier viel Kulturmanagement, wo es ganz wichtig ist und nicht gebaut ist, die Sinfonie. Dann danke auch dem Mieterbeirat. Danke Otto Bauer. Danke allen Künstlerinnen und Künstlern. Ich glaube, das ist ganz großartig, was hier für Potenzial da ist, was hier für großartige Werke sind. Und das ist auch die Idee gewesen, die der Grundgedanke war, wo dieser Gemeindebau und alle anderen errichtet wurden, dass Wohnen jetzt nicht unbedingt nur eine Schlafstelle ist, dass man sich für den nächsten Arbeitstag aussucht, sondern dass Wohnen und der soziale Wohnbau vor allem da ist, als Austausch für die Menschen, als Inspiration und auch um sie zu verwirklichen. Und all das sieht man in diesen Büchern, in diesen Werken. Und ich sage Dankeschön noch einmal. Und ich bin sehr froh und sehr stolz, dass die erste Ausstellung, in der ich mit meiner Tochter bin, hier war. Dankeschön. Aus ein Bild, das ist noch ein Robert Block. Die Ausstellung von Robert Block war vorher. Vielleicht, wenn Sie vorher noch etwas sagen zu Ihren Werken und vielleicht auch zu den letzten, was da noch hängt. Wie zeichnen Sie oder wie malen Sie